Willkommen im gruseligsten Minecraft-Projekt, das ihr momentan zur Halloween-Zeit auf YouTube findet. Mein Name ist Easy Cheesy und damit willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bestie. Yeah! Leute, wir befinden uns hier in einem Game mit einem super gruseligen Mod, der eine Bestie hinzufügt. Ihr kennt das Ganze vielleicht schon. Wer Bestie schon kennt, weiß auch Bescheid, was hier abgeht. Wir haben heute Halbmond. Man kann es nicht sehen, weil wir unter dem Baum stehen. Aber da ist er. Der Halbmond. Und das bedeutet für uns, dass die Bestie mittelgefährlich ist. Oder sowas. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall können wir sehen in der Dunkelheit. Ein wenig zumindest. Die Bestie ist da. Also sie ist schon da und wartet auf uns und lauert im Schatten. Aber sie ist halt nicht so aggressiv. Und das Beste ist, in der nächsten Folge wird hoffentlich wieder Vollmond sein. Das heißt, da können wir dann richtig cool ein paar Dinge erledigen, die wir sonst nicht erledigen können, denn die Bestie wird nicht da sein. Ich würde jetzt erstmal meine kleine Motte begrüßen. Hallo, guten Morgen. Einmal aufstehen, bitte. Oh, ich glaube, die schläft. Die ist ein Langschläfer, aber ist kein Problem. Denn wir haben heute noch genug zu tun. Freunde, ich habe das Haus weitergebaut. Ihr könnt es hier sehen. In der letzten Folge habe ich schon mal den Eingangsbereich präsentiert. Und jetzt habe ich im Prinzip die Wände ein bisschen hochgebaut. Das kostet relativ viel Material und hat ein bisschen gedauert. Von daher wird es wahrscheinlich auch jetzt nicht in der nächsten Folge direkt fertig sein. Aber ich finde es schon mal eigentlich ganz cute so als Anfang. Oh, von einem Pilzhaus. Ich komme jetzt hier nicht mehr hoch. So sieht das Ganze bisher von oben aus. Finde ich ganz cool. Und ja, ich habe mir für die heutige Folge was richtig Cooles vorgenommen, Freunde. Und zwar habe ich einen Mod hier auf dem Server, beziehungsweise wir haben hier von dem Mod-Ersteller einen Mod auf dem Server bekommen. Und der fügt Minecraft-Mythen hinzu. Das bedeutet, es gibt verschiedene Minecraft-Mythen, die man ausprobieren kann. Ich habe mich mal gefragt, was wir ausprobieren sollen, weil Herobrine hatten wir ja schon. Und ihr habt mir ein paar Vorschläge in die Kommentare geschrieben. Und davon habe ich mir was ausgesucht. Und zwar etwas, was ich ziemlich cool fand. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber... Oh. Das Licht. Ist die Motte da unterwegs? Da ist irgendwas, ich weiß nicht. Aber... Der Mythos, den ich gerne ausprobieren würde, Leute, ist ein Spiegel. Und zwar kann man in Minecraft wohl einen Spiegel bauen, zumindest mit diesem Mod. Und wenn man da dreimal Executable reinsagt, was auch immer das heißt, dann soll eine .exe von einem selbst erscheinen. So ist der Plan in der Theorie. Ob das funktioniert? Ich weiß es nicht. Hör doch was. Oh mein Gott. Was ist unser Mitspieler? Hallo? Willkommen... Du warst das. Deswegen habe ich die... Ich habe mich schon gewundert, warum da eine Fackel ist. Hier, die habe ich übrig. Oh. Oh. Okay. Cool. Dankeschön. Vielleicht gefallen sie dir ja als Deko. Warte. Bevor du gehst, weißt du zufällig, wo Sand ist? Weil ich muss Glas schmelzen für einen Spiegel. Und ich brauche Sand. Unten am See. Geh einfach im Brunnen vorbei und dann Richtung Norden. Oh, okay. Alles klar. Danke dir. Aber pass auf die Dunkelheit auf. Ja, werde ich auf jeden Fall. Oh nein, da ist sie. Die Falle für die Bestie, die nicht funktioniert hat. Okay, geht scheinbar schon wieder. Er hat mir Kürbisse gebracht. Wie lieb ist das denn? Die können wir vielleicht wirklich ein bisschen als Dekoration hier auf unserer Insel aufstellen. Der sieht ja mal ultra cool aus. Der hat so ein Riesengesicht. So ein Riesenmund. Vielleicht hier noch einer hin. Der hat sehr komische Augen. Und einer kommt einfach hier in unser Schlafzimmer. Der lacht wenigstens. Der ist cute. Ich fände es ein bisschen schade, dass die kleine Motte nicht wach ist, weil... Oh. Aufs Stichwort. Ich wollte gerade sagen, dann können wir sie mitnehmen, weil ich habe nämlich gerade keine Fackeln mehr. Und solange wir die Motte haben, denn die leuchtet im Dunkeln... Hi, alles gut, komm mit. Du musst mir ein bisschen den Weg leuchten, denn ich habe mal wieder keine Fackeln mehr übrig. Wir gehen am besten mal in Richtung Dorf. Und hier ist, glaube ich, der Brunnen, von dem er gesprochen hat. Mein Gott, das ist dunkel. Das ist richtig dunkel. Wenn wir da reinfallen, sind wir sowas von erledigt. Aber oh mein Gott, ich muss weg hier. Er hat auf jeden Fall gesagt, wir sollen am Brunnen vorbeigehen. Wo ist die Motte hin? Da bist du. Oh, ein Glück. Genau, also, wir sollen hier vorbei und Richtung Norden ist, glaube ich, da lang. Komm mal mit hier, weil ich brauche dein Licht. Weil sobald wir aus dem Licht rausgehen, haben wir ein Problem. Lass uns mal in die Richtung gehen. Hier, pass auf, wo du lang... Oh mein Gott, habt ihr das gehört? No. Hier ist ein See. Das Wasser. Das habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Das ist unser Anfangslager. Da vorne. Da sind wir hergekommen. Komm mit, Motte, wir müssen runter. Hier einfach. Hier ist Sand.
Die können wir uns mitnehmen. Wir brauchen nicht viel. Ich meine, theoretisch reichen wahrscheinlich auch 2, 3 Sand oder sowas für einen Spiegel. Ich baue einfach mal das hier ab. Ah, komm jetzt, wir sollten lieber zurückgehen. Das sollte auf jeden Fall reichen. Wir haben jetzt 6 Sand. Von daher können wir eigentlich einen relativ großen Spiegel bauen, denke ich sogar. Lass uns mal schauen. Das Ding ist, wir müssen das noch schmelzen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch Kohle habe. Komm schon. Yes, wir haben noch Kohle. Wir haben... Oh mein Gott, wir haben sogar einen Ofen. Ich dachte, wir müssten noch einen craften, aber wir haben einfach schon einen Ofen. Bam, der kommt dahin. Eine Kohle rein. Und der Sand schmilzt durch. Perfekt, die Kohle mache ich zurück. Die kleine Motze wird wahrscheinlich gleich zurück in ihr Nest fliegen oder sowas. Danke für deine Hilfe auf jeden Fall und für die Begleitung. Und wir müssen jetzt kurz einen Moment warten. Das Glas ist jetzt gleich durchgelaufen. Wir haben jetzt also genug Glas. Wir könnten theoretisch... Haben wir noch irgendwo Eichenstämme? Da können wir nämlich noch mehr Kohle machen, wenn die nämlich durchschmelzen. Das wäre eigentlich ganz nice. Okay, pass mal auf. Wir bauen irgendwo einen Spiegel hin. Da vorne ist die Falle. Lass mal hier runter. Habe ich ein Feuerzeug? Yes. Okay, pass auf. Hier vorne ist nämlich die Falle von... Okay, ich weiß nicht, was das gerade war. Das ist die Falle vom letzten Mal. Und da ist die Bestie leider nicht reingefallen. Aber der Rüstungsständer ist weg. Das bedeutet, sie war hier. Denke ich zumindest. Oh mein Gott. Okay, es hat nicht geklappt. Vielleicht war die nicht groß genug, weil es sind nur 2 Blöcke Platz hier. Vielleicht war die Bestie doch größer, als ich dachte. Ich weiß es nicht. Okay, passt auf. Wir machen jetzt erstmal hier das Glas hin. Und jetzt soll man ganz einfach hier, ich weiß nicht, ob das funktioniert, mit einem Feuerzeug einen Spiegel machen können. Alright? Let's go! Als ob das echt klappt! Als ob das wirklich klappt! Hä, wie cool! Ich kann in meinen Kopf gucken. Alles leer. Oh. Oh mein Gott, ey, voll nice. Aber klappt das von allen Seiten? Nee. Ich kann nicht durchgucken noch. Okay, und hier ist jetzt einfach ein Spiegel. Alright, alles klar. Ja, dann wollen wir es mal ausprobieren. Den Minecraft-Mythos des heutigen Tages. Seid ihr bereit? Alright, aufgepasst. Executable. 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 Noch ist nichts passiert. Keine Punkt-Exe? Ich meine, immerhin haben wir jetzt einen Spiegel. Das heißt, wenn wir uns irgendwie von Event hübsch machen müssen oder sowas, haben wir jetzt einen Spiegel. Das ist schon mal nicht schlecht, aber... Okay, der Mythos scheint wohl nur ein Mythos zu sein und nicht die Realität. Okay, ich lasse den Spiegel da trotzdem stehen, weil vielleicht brauchen wir ihn. Nein. Nein! Der Spiegel ist zerbrochen. Das ist easycheesy.exe. Als ob das funktioniert hat. Oh mein Gott. Sie darf mich nicht sehen. No, 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 no. Sie ist auf dem Kürbis. Mit einem Messer. Ich glaube, sie sucht mich. Sie weiß, dass sie hier sind, Leute. No. Wo sollen wir denn jetzt hin? Oh mein Gott, sie war gerade richtig nah. Nein, 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 nein. Okay, come on, come on, come on. Wir müssen den Spiegel heil machen. Wir dürfen auch nicht in die Dunkelheit. Glas? Bam. Okay, okay, okay. Auf, warte, warte, warte. Ich habe eine Idee. Hier hinter sieht sie mich gerade nicht. Das heißt, hier sind wir gerade safe. Weil sie da drüben irgendwo ist. Aber ich kann sie sehen. Das ist so eine Art durchsichtige Wand hier. Was, wenn wir einfach versuchen, sie zurück in den Spiegel zu locken? Da vorne ist sie. Könnte das funktionieren? Geht sie dann wieder in ihre Welt oder ist sowas? Easycheesy.exe! Ich bin hier! Vielleicht... Hat's geklappt? Hat's geklappt? Ich glaube, es hat geklappt! Ich hab den Spiegel... Okay, sie ist weg. Oh mein Gott. Junge! Weg damit! Nie wieder baue ich einen Spiegel in Minecraft! Als ob das echt funktioniert! Okay, alles klar. Ja, Leute, das war hier schon wieder genug Horror für den heutigen Tag.
Hört ihr das? Hier ist doch wieder irgendwas. Wo kommt das? Okay, keine Ahnung. Das war mir schon wieder genug für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge von Minecraft Bestie hier am heutigen Tag gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und schaut unbedingt im EasyMouse.shop vorbei, wo ihr das wunderschöne Halloween und das mega nice 1-Million-Design erwerben könnt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euch allen noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta!